Die besten Mittelalterspiele. Auch für den zweiten Teil dieser Videoserie auf meinem Kanal habe ich sehr viel Zustimmung bekommen. Ich glaube, die Leute lieben dieses Setting irgendwie. Und genau aus diesem Grund ist hier noch lange nicht Schluss nach zwei Teilen. Nein, es geht so richtig los. Viel Spaß, Leute, mit dem dritten Part der besten Mittelalterspiele. Den Anfang wird dieses Mal die Gilde-Reihe machen. Das ist eine Art Mittelalter-Sims. Okay, die Gilde-Fans werden mich jetzt wahrscheinlich steinigen, allerdings musste ich das irgendwie kurz beschreiben. Ganz einfach, wir erstellen uns in einem mittelalterlichen Setting, beispielsweise der Hanse oder irgendwie einer mittelalterlichen Stadt und Umgebung, einen Charakter und bauen uns eine eigene Dynastie auf, inklusive Gewerbe, das heißt, wir führen einen Beruf aus, wir können politische Ämter einnehmen, wir können unser Haus ausbauen, wir können uns neue Gegenstände kaufen, wir können Frauen heiraten, also eine Frau heiraten, Kinder bekommen und so unsere Dynastie immer weiter wachsen lassen. Die Gildespiele sind übrigens Nachfolger der Spiele Die Fugger, für welche man von der echten Fuggerfamilie keine Namensrechte mehr bekommen hat. Und die Fugger, die waren im Mittelalter eine der reichsten Familien überhaupt, was sich gerade in einer Person ausdrückte, Jakob Fugger. Der Augsburger war so dermaßen reich, dass er sogar den Kaiser auffordern konnte, ihm seine Schulden zurückzuzahlen. Stolze 400 Milliarden Dollar betrug sein Vermögen, hochgerechnet auf aktuelle Zeiten. Dazu habe ich euch auch nochmal einen super interessanten Artikel in der Infobox verlinkt, der sich ein wenig mit Jakob Fugger befasst. Wer da Interesse hat, schaut da mal gerne rein. Zu Die Gilde, da soll es bald einen dritten Teil geben, nachdem Die Gilde 2 schon ein wenig bzw. ein paar Jahre auf dem Buckel hat und auch einige Add-ons schon spendiert bekommen hat. Jetzt soll es Die Gilde 3 geben, nicht mehr von Joe Wood, die damals Die Gilde 2 gemacht haben, sondern von Nordic Games. Und es gibt auch schon erste Screenshots bzw. ein paar Artworks vom Spiel und die sehen wirklich sehr, sehr geil aus. Ich muss sagen, ich habe Die Gilde 2 sehr gemocht, obwohl es nicht das beste Spiel war und Die Gilde 3 sieht sehr interessant aus, die Grafik wirkt auf jeden Fall für mich sehr stimmig, das Ganze wirkt insgesamt sehr stimmig, allerdings wird es dazu auch nochmal gesondert ein Review geben. Sobald ich dazu Zeit habe, werde ich eine Die Gilde 3 Vorschau machen hier auf meinem Kanal. War of the Roses ist ein Mittelalter Third-Person-Action-Multiplayer-Game, was ein Wort, und wahrscheinlich weniger Leuten bekannt als ähnliche Spiele wie beispielsweise Chivalry oder das neue Spiel von Ubisoft For Honor. Mit War of the Vikings hat man dem Spiel von Paradox sogar noch einen Nachfolger spendiert, indem wir uns entweder mit Wikingern auf der einen Seite oder Sachsen auf der anderen Seite und ausschließlich im Multiplayer bekriegen. Prädikat sieht sehr interessant aus. 2011 erschien das Hack-and-Slay-Action-Spiel The Cursed Crusade, also mit dem Hintergrund der Kreuzzüge. Hauptfigur Dance DeBale, welcher seinen Vater sucht, muss sich für diese Suche den Tempelrittern anschließen und ins Heilige Land reisen. Ihm zur Seite steht sein Freund Esteban, welcher sich im Koop-Modus auch durch einen zweiten Spieler steuern lässt. Die Hack-and-Slay-Elemente überwiegen hier auf jeden Fall sehr stark, wir metzeln uns durch verschiedene historische Schauplätze rund ums Mittelmeer. Das interessante Setting, der Koop-Aspekt und viel Potenzial stehen hier der eher mauen Technik, schwammiger Steuerung und fehlender Abwechslung gegenüber. Und weil das Wort Crusade so schön ist, bleiben wir doch gleich dabei und ersetzen einfach Cursed durch Kings und tada, wir haben King's Crusade, ein Kreuzfahrer-Strategiespiel aus dem Jahr 2011 aus dem Hause Paradox. Hier spielen wir in der Kampagne entweder von Seiten der Kreuzfahrer um Richard von Löwenherz oder aus Seite der Sarazenen rund um den Herrscher Saladin. Wir führen unsere Armeen in riesige Schlachten gegen den Feind, stellen unsere Armeen vorher zusammen und steuern sie über eine Strategiekarte. Und für mich als jemanden, der dieses Spiel noch nie gespielt hat, wirkt es, naja, wie so eine Art Kreuzfahrer-Total War, doch das muss jetzt nicht unbedingt sogar negativ gemeint sein. Ja Leute, das war's schon wieder mit diesem Video. Ich habe euch wieder ein paar Spiele rund um das Thema Mittelalter vorgestellt. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich es mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben, beziehungsweise, wenn ihr möchtet, auch einen netten oder bösen Kommentar da lasst, je nachdem, was euch so beliebt. Und dann würde ich sagen, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, habt einen wunderschönen Tag und ciao.